Hallo Leute und willkommen zum 9. Türchen des Adventskalenders. Und hinter diesem Türchen verbirgt sich eine Runde Ender Games mit dem Flo, mit dem Torben und mit dem Mia. Oh, ja, und mit mir. Moinsen. Tobi geht und jetzt nicht langsam auf die Nerven, immer die gleiche Ansage zu machen. Und und wie ihr seht, haben wir eine Party mit dem Severano und dem Felix. Die sind auch dabei, aber die sind gemutet, also wir hören die nicht, aber die hören uns. Und ich bin das Skizzilsucher und das ist meine Folge. Das heißt, ich bin jetzt dran mit meinen 8 Folgen. Kannst du das rausschneiden? Tobi, du kommt der von hinten? Der Surprise Motherfucker. Was kannst du rausschneiden? Was sollst du rausschneiden? Lass mich mal überlegen. Ich guck mal, wenn ich es vergesse, dann nicht. Was geil, denn? Was eine Startkiste, aber wenn es. Hallo Leute, was denn rausschneiden bitte? Wer denn was denn rausschneiden? Surprise Motherfucker. Ach so. Überleben, das ist aber ganz schön viel Arbeit, ne? Du weißt so. Tom. Nein, Tom! Und mein Internet ist wieder... Oh. Geil, mein Internet, Tom. Sei froh. Hä, den Goldapfel hätte ich easy gehabt. Easy, Tom. Der war bei mir nämlich nur drin, als ich da ankam. Hä? Ja, dann ist dein Internet wirklich ziemlich scheiße. Ja, ich weiß. Ich habe mich nur um die Erfahrungsfläschchen auch noch bemüht. Ja, die Erfahrungsfläschchen waren bei mir nicht mehr drin. Ja gut, das ist natürlich... Und ihr müsst wissen, wir haben schon viele Versuche gehabt, diese Scheiße hier aufzunehmen. Und ich hab schon 2 Versuche davon gewonnen. Ja, einmal weil mein Internet zu schlecht war, dann wurde ich halt rausgekickt. Und die Aufnahme war natürlich dadurch im Arsch. Dann die restlichen 10 Versuche, ja, sehr viele Versuche. Hier brennt mich einer an, ey. Der ist ein Wichser. Aber ich hab 4 Dias, leider kann ich die noch nicht benutzen. Weil er denkt, er ist der Babo. Aber er kriegt das jetzt mit meinem... Alter, er ist der Babo. Ich bin tot. Lol. Die ganze Runde gewinnt er einfach. Oh mein Torben. Nein. Ich habe unterschätzt, dass ich fast keine Rüstung habe als Zielsucher. Ja, das ist immer das Problem. Du hast keine. Wie schon 3 Kills, noch nicht in der Runde. LOL, der Felix hat einfach schon, Alter, 1, 2, der hat einfach schon 3 Kills gemacht. Ja, Respekt. Tobi, bist du noch da? Ja. Sehr gut. Ja, weil du musst. Huch. Oh ja. Oh, ich track den Felix. Felix, wir killen uns übrigens nicht. Tobi, achso, okay, gut. Wie viele Leben hast du? Sehr schön, pass auf, gleich direkt der nächste. Boah, Alter, wir 2 einfach durcheinander gelaufen und der andere jetzt wegrennt. Wo ist denn Severanov? Verfolgt er mich noch? Nein, Severanov ist in einer Mine. Herzlichen Glückwunsch, Severanov. Du bist jetzt bestimmt richtig gut equipped, nicht wahr? Nick mal bitte. Ja, siehst du, bist sehr gut equipped. Quasi mit 0 Sachen. Guck mal, Tobi, ich hab mir jetzt angewöhnt, genauso oft quasi zu sagen, ach, du lässt ja hinter dir einer Severanov. Der hat sich zu dir geportet, aber du hast wahrscheinlich eh kein Schwert. Auf jeden Fall ist einer hinter dir mit Lederrüstung. Okay, Leute, Scheiß, sorry, ich muss gerade wegrennen, weil ich regenerieren muss. Sehr schön, Severanov. Top, ja, er ist... Nein! Oh, pass auf, der ist einer mit dem Eisenschwert. Scheiße, scheiße, du bist down. Ist ein Känguru. Ja, schade, egal. Geil, leck noch mehr. Hast du noch gut versucht. Komm, Severanov, wir machen jetzt zusammen. Wir stellen uns auf diesen Kaktus. Junge, du was geht bei dir? Mistkerl, Alter. Schrecklich, okay, noch mehr. Ey, Flo, du bist tot? Ja, gegen den Zielsucher mit Anklamotten. Hätte dann komm mal her. Den und dir Schwert und ich hab den richtig fett weggekommen. Stell dich hier auf den Kaktus mit mir. Und ich hab den richtig fett gekommen. Ich brauch mir kein Dierschwert zu craften, um ein Eisenschwert. Wer ist da oben? Ist das schon wieder eine Pilzkuh? Mhm. Crafte ich mir nee. Das? Nee, mach ich das? Oh, der jetzt sieht man, wie hässlich diese Kerl. Ich hab ja sogar schon ein Dia-Schwert. Läuft. Ja. Dort. Dings ist cool, Severanov. Zielsucher und Hai finde ich auch nicht schlecht. Und okay, Leute, das war jetzt knapp. Oh mein Gott. Echt jetzt? Sorry. Jetzt bin ich hier unter dem. Ist das dein Ernst? Achso, man sieht auch die anderen da. Tobi, hol dir doch eine Spitzhacke, du hast doch bestimmt Holz. Hier ist Holz, dann bau dir eine Eisenspitzhacke und dann... Oder...
Alter, jetzt schwirren hier vier Leute um dich rum, Tobi. Was und man wird immer weggestoßen. Ja. Wenn Barrel Tobi aus. Piep. Ach, Tobi? Ja. Er ist so fabulös. Du bist ja schon so ein Arschloch, ne? Warum? Weiß ich nicht. Oh, hier liegen noch Sachen. Ey, wusstest du, dass ich in einer Folge fast deinen Nachnamen gesagt habe? Meinen? Ja. Nee, das wusste ich nicht, weil du es wahrscheinlich nicht getan hast. Nee, aber fast. Also so wirklich so ganz knapp. Ja, dann hätte ich die Folge halt rausgeschnitten. ja, ich weiß. Aber nee, das habe ich sogar in einer Runde Ender Games, glaube ich. Beziehungsweise überpiept. Alter, oh, Schwein. Ja, ich habe auch schon mal den Namen von Flo, glaube ich, gesagt, oder? Schwärze, warum? Also von dir auch, aber ne. Ja? Ja, ich meine schon, den muss ich doch rausschneiden. Ja? Nein. Echt? Hab ich nie gesehen. Ja doch, das hat der Torben doch einmal gesagt. Hab ich nicht mitbekommen. Und einmal habe ich den Nachnamen eines Lehrers gesagt, aber den habe ich natürlich nicht rausgeschnitten. Ach, Tobi? Schocken? Ja, genau. Der Satz einfach doch war. Tobi, guck mal, hier steht übrigens so eine Lore, ne? Vielleicht ist da was drin. Ein war Weihnachtsgeschenk. Oh, doch, jetzt kannst du das Weihnachtsgeschenk nicht mehr holen. Das war doch auch im Adventskalender, oder? Ja, das war letzte Folge sogar. Timolian, nee, vorletzte. Ist der ein Känguru, oder hat er sich... Vorletzte. Timolianische Spiele war das. Danach kein Brave oder danach... Geleckt. Ich glaube, das ist veröffentlicht schon. Ich sag's mal lieber nicht. Wow! LOL! Läuft bei dem. LOL XD. Das war dumm. Er hat doch einen Bogen. Ja, das war echt behindert. Der hat einen verzauberten Bogen. Alter. Das war jetzt einfach mal Luck. Erstmal, lol, man kann die Lora als Geist zerstören. Das will ich sehen. Ja, aber das Problem ist, dass mein Internet so rumleckt, dass ich noch nicht mal... Severanov, wer ist gerade bei dir? Ich muss den beobachten. Krabbe. Boah, Alter, der eine kriegt dick auf die Fresse, das Latin. Ja, ich verstehe es nicht. Gesehen. Ich verstehe es einfach nicht, wieso unser Internet so kacko ist. Kacko. Es ist kacko, Leute. Merkt euch das. Es ist nicht kacko, es ist kacko. Ich finde die Schlucht das nicht Internet. Mehr. Alter, Flo, ja, guck mal, hier sind einfach Kisten oben auf den Dschungelbäumen. Oh, der hat jetzt wahrscheinlich auch Sachen. Ja, zwei nebeneinander. Und er das wurde getauscht. Cool. Schöne Weihnachtsgeschenke. Snacken können. Ja geil, mein Internet ist schon wieder voll am Arsch. Das ist der Anton aus Tirol. Aus Tirol. Ja, du hast da ist gesagt, einer, Tobi. Machen die oh, häßliches Känguru, häßliges Mo. Oh, du wurdest eben, getauscht. Du hast doch eben irgendwas gesagt. Oh, da ist gesagt. Noch einer. Okay, das dann halt du nicht. Auch. Ja, häßliches ich... Geil, leck doch noch mehr. Ich habe eben noch Känguru gegessen. Okay. Ja, weil ich war mit meinem Vater, meiner Oma und meinem Bruder beim... Und eins und zwei. Beim Chinesen. Da habe ich leckeres Känguru gegessen. Okay. Känguru habe ich, glaube ich, noch nie gegessen. Und aber Lama. Lama schmeckt gut. Da gab's Krokodil, Alter. Alter, könnt ihr mal Alter. Über irgendwas anderes reden, gefressen. Außer über arme, unschuldige Tierchen, die ihr ermordet habt? Krokodil, Hai hast du auch schon gegessen, oder? Hai habe ich glaube ich noch nicht gegessen, ne. Aber Lama schmeckt. Obwohl Känguru habe ich doch schon mal gegessen. Känguru hat mir nicht so gut wie Lama geschmeckt. Ich glaube, der Laden war illegal. Nein, der hat ihn frisch aus der Zoohaltung gefangen. Mein Gott, Alter, ich stelle mich auf jeden Fall ein bisschen dumm an, kann das sein? Der ist in den Kirchener Zoo gegangen und hat den einfach... Ja, geil, Flo. Danke, das darf ich jetzt rauspiepen, du Affe, weil du die Stadt gesagt hast. Hä? Hab ich schon tausendmal gesagt, du Affe. Hab ich schon tausendmal gesagt. Das trotzdem raus, einfach nur damit ich jetzt ein besseres Gefühl habe. Ja, weil zugehört, Severanov. Es kommen bestimmt Nein, ich piep dir das aus. Es kommen bestimmt tausende Menschen nach Gelsenkirchen. Ja. Um dich zu sehen, Tobi. Ja! Okay, Leute, ich hab mal nebenbei gewonnen, sorry, ne? Ja, GG. Ich auf jeden Fall. Herzen 7. Schreib mal 10. 7. 7. Ich hab geschrieben. T6, T8, T... Okay, Leute, bevor das jetzt hier noch ausartet mit Torben, würde ich sagen, das war noch eine ganz gelungene Folge, trotz übelster Lecks, als neuntes Türchen.